Oh, hey, Nicki Minaj. Ich muss schon sagen, diese kaugummi-pinken Haare sehen ganz schön verschärft an dir aus. Das ist schon wieder total veräppelt, Amy. Hey, Mia, guck mal zu deinem Mädchen rüber. Fällt dir auf, dass da irgendwas anders ist? Oh, Amy. Ich weiß, du willst pinkfarbenes Haar, aber du kannst mit diesem riesen Ding auf deinem Kopf nicht den ganzen Tag rumlaufen. Mach dir keine Sorgen, ich habe eine viel bessere Idee. Hast du eine Bastelbox oder so, die mit Partydeko wie Krepppapier gefüllt ist? Hol dir welche in Pink, so wie diese hier. Okay, ich habe jetzt die Partykreppbänder, aber wie kriege ich davon jetzt pinke Haare? Schütt einfach etwas warmes Wasser in eine große Schüssel und nachdem ihr mit eurem Schwertkampf fertig seid, Mädels, wir brauchen die irgendwie für unseren Trick, also hört mal auf jetzt. Schneid die Kreppbänder in kleinere Rollen und werf sie direkt in die Schüssel mit Wasser. Siehst du, die Farbe bildet sich schon. Okay, jetzt ist es Zeit, deine Haare zu färben. Nimm eine Strähne von deinem Haar und tauch es langsam in die Mixtur ein. Guck dir das an, das funktioniert. Wenn du sicher bist, dass du die Farbe magst, dann mach weiter und tauch dein ganzes Haar rein für einen noch dramatischeren Look. Heiliger Bimbam, Amy, du siehst ja wahnsinnig aus. Wer hat denn gesagt, dass man sich in einem schicken Salon dumm und dämlich zahlen muss, wenn du einfach von zu Hause aus so fabelhaft aussehen kannst? Keine Sorge, Mia, wir können deine Haare als nächstes färben. Vielleicht blau oder grün? Oh, endlich ein freier Abend ohne Pläne. Na, wer kann das denn sein? Oh Mist, ich habe mein Date total vergessen. Oh Mensch, meine Haare sind noch nass. Kommt schon, Haare, benehmt euch. Mein Softdrink ist alle. Ich habe die beste Idee. Dankeschön. Mit diesem Becher ist mein Tag gerettet. Du hast nasses Haar? Probier doch mal diese Frisuren-Hex. Mit einem Becher auf deinem Kopf in dem Haarsträhnen und wickle sie eine nach der anderen um den Becher. So wie hier. Vergiss nicht die Haarnadeln. Steck deine Haare damit fest. Immer weiter so. So, jetzt sind alle Haare oben. Vergiss nicht, auch die letzte Strähne noch festzustecken. Zu guter Letzt schnapp dir deinen Föhn und fang an, dich zu föhnen. Trocken? Dann holen wir mal den Becher raus. Schau dir an, wie Amys Strähnen sich perfekt locken. Wow, seit wann ist Amy denn ein Haarmodell? So, Mädel, du bist offiziell bereit für dein Date. Wow, wie hast du denn deine Haare so hinbekommen? Ach, war nur ein kleiner Trick, nichts Besonderes. Mann, Amy, du siehst fantastisch aus. Ach ja, ich weiß. Okay, sollen wir dann essen gehen? Sophia, schau mal hier. Oh Mann, wirklich, Amy? Sorry. Hier, probier's mal damit. Solltest du das jetzt besser machen? Im Zweifelsfall kannst du dich immer auf unsere Beauty-Hacks verlassen, um die Dinge wieder gerade zu biegen. Wow, wie hast du das denn angestellt, Amy? Ich liebe Filmnächte mit den Mädels. Und du hast die guten Snacks rausgeholt. Sehr schön. Vicky? Wow. Hä? Seit wann hast du denn all diese Tattoos? Na, Mädels, wie gefällt euch mein neuer Look? Ich schätze mal, du hast deine neuen Tattoos noch nicht mit den Mädels besprochen, oder? Na, nichts für ungut, aber ihr seid einfach viel zu leichtgläubig. Du findest Tattoos super, aber bist du nicht sicher, ob das auch immer so sein wird? Dann mach doch einfach dein eigenes Tattoo auf Zeit. Schneide einen Ausdruck von dem Design, das dir gefällt, aus. Mach dir keine Sorge um ungenaue Kanten. Jetzt besprühst du die Vorderseite des Ausdrucks mit Parfüm. Als nächstes füllst du eine kleine Schale mit Wasser.
Lege den Ausdruck mit dem Design nach oben in die Schale. Okay, jetzt wartest du ein paar Minuten. Gut, es ist soweit. Egal, wo du das Tattoo haben willst, sprühe die Stelle erst auf jeden Fall nochmal mit Parfüm ein. Lege den Ausdruck mit dem Design nach unten genau auf diese Stelle. Und jetzt sprühst du noch ein letztes Mal auf den Ausdruck. Pass gut auf, dass du ihn überall auf deiner Haut gut andrückst. Nach einer Minute kannst du den Ausdruck abziehen und siehe da, du hast ein brandneues Tattoo. Ziemlich cool, oder? Mensch, das sieht super aus. Sophia? Sophia? Alles okay mit dir? Oh, du bist in Ohnmacht gefallen. Hä? Was ist denn passiert? Wir haben uns alle Tattoos stechen lassen. Du auch. Schau mal hier. Was? Oh, nee. Bitte sag mir, dass die nicht echt sind. Keine Panik, Sophia. Du kannst das hässliche Ding gleich wieder abmachen. Ein bisschen Micellenwasser wird es direkt abrubbeln. Wirklich? Oh, okay. Gott sei Dank. Siehst du, alles in Ordnung. Uff, das war knapp. Keine erfrischenden Drinks dabei? Na, zum Glück haben wir Sophia. Oh Mann, heute ist es echt heiß. Oh, ich schwitze wie ein Schwein. Oh, das riecht ziemlich übel. Auf jeden Fall, dagegen musst du was tun, Sophia. Das ist ziemlich peinlich. Schon okay, ich glaube, ich habe was für dich. Hä, eine Damenbinde? Hier, nimm schon. Danke, aber was soll ich denn damit machen? Na, an deine Achseln legen. Hä, was denn sonst? Okay, warum komme ich denn hier auf sowas? Wenn es mal wieder heiß ist, nimm eine Binde und leg sie in die Achselmulde deines Shirts. Oh, und natürlich noch eine auf die andere Seite. Hey Leute, wartet auf mich. Hey, schaut mal, keine Schweißflecken. Oder? Ja, perfekt, alles trocken. Also immer eine Binde dabei haben. Wow, ihr beide glüht ja förmlich. Auch ein Weg, schön braun zu werden. Oh, echt heiß hier draußen. Ich muss unbedingt mal ins Wasser. Oh, das ist schon viel besser. Zeit für einen kleinen Tauchgang, würde ich sagen. Brille aufsetzen und los geht's. Oh, das fühlt sich so gut an. Aber irgendwie sehe ich hier absolut nichts. Sind das die Stufen? Au! Oh, mein Kopf! Mann, ich bin direkt an die Wand geschwommen. Emily, alles okay? Komm schon, ich helfe dir raus. Oh, jetzt sehe ich endlich wieder was. Kann ich mir die mal ausleihen? Ich habe eine Idee. Manchmal werden Tauchbrillen ein bisschen milchig, wenn man sie eine Weile nicht benutzt. Hier hilft dir Zahnpasta. Mach einfach zwei kleine Häufchen in die Linsen und jetzt mit den Fingern verreiben. Und richtig schön kräftig. Wow. Cool, so gut wie neu. Versuch's mal. Okay, danke, Olivia. Jetzt bin ich bereit, die Tiefen des Pools zu erforschen. Viel Spaß, Emily. Also hier gibt's die leckersten Knödel. Die musst du unbedingt mal bestellen. Oh, ganz vergessen. Ich habe Limos bestellt. Oh, lecker. Kellner? Hat doch glatt vergessen, die zu öffnen. Na, ich krieg das schon alleine hin. Die geht einfach nicht auf. Sogar der gute alte Tischtrick funktioniert nicht. So wird das nichts. Mann, was soll ich denn jetzt machen? Okay, dann versuche ich's mit den Zähnen. Amy, nee, was machst du denn da? Brauchst du ein neues Gebiss? Gib mal her. Damit erspare ich dir jede Menge Ärger. Bereit? Halte ein Essstäbchen in einer Hand unter den Deckel der Flasche und dann hau einfach kräftig auf den Tisch. Bam! Siehst du? Hier, dein Drink, Frau Voreilig. Guten Appetit, meine Damen.